In Antalya gibt es ein Hotelsterben. Die Städte sozusagen und die Touristenorte gleichen sozusagen Geisterstädten. Die sind quasi leer. Touristen bleiben fern. Die Russen kommen nicht mehr, die Deutschen ebenfalls nicht. Das heißt, es gibt dort sozusagen enorme Rückschritte sozusagen auch im Tourismus. Und das hat natürlich mit der Angst zu tun, auch der Touristen, die einfach nicht mehr diese Touristenorte besuchen und auch ihre Reisen stornieren. Und der Grund, warum das Ganze sozusagen im Moment sich so entwickelt hat in den Touristengebieten, ist natürlich eben der Terror. Und verantwortlich ist natürlich die Regierung, die einerseits eine aggressive Außenpolitik betrieben hat, Stichwort Syrien, Warum ist die Regierung verantwortlich für den Terror und nicht der Terroristen, die ihn Naja, ausüben? ganz einfach, weil die Regierung mit einer aggressiven Außenpolitik versucht, beispielsweise in Syrien den Sturz von Assad herbeizuführen und sich zu einer Kriegspartei gemacht hat, und auf der anderen Seite mit einer repressiven Innenpolitik versucht, die Kurden zu bekämpfen, sozusagen auch in den Kurdenstädten. Und das wird die Gewaltspirale wird sich sozusagen weiter drehen. Und ich gehe davon aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, was wir im Moment sehen, denn der eigentliche Kampf hat ja nicht stattgefunden. Das sind ja Jugendliche, die gegen das Militär gekämpft haben. Die PKK-Kämpfer sind noch in den Bergen, und wenn die sozusagen aus den Bergen in die Städte kommen oder ihren Krieg beginnen, dann erlebt die Türkei einen sehr heißen Sommer.